Weiter geht's. Glaube ich muss. Ja, wir müssen erstmal nochmal ein kleines machen. Vielleicht finden wir da ja sogar noch ein paar. Ein paar schöne Übersteht die Ausrüstungsgegenstände. Herausforderungen hinter den Portalen und ihr werdet reich belohnt. Und danach probiere ich das Solo. Ich probiere es einfach. Und dann kann ich ja sehen, wie schwach oder wie gut ich bin. So. Schauen wir mal. Wir hier schreiben auch so unterschiedliche Meinungen. Deswegen, ich möchte es jetzt ausprobieren. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was umrollen. Aber das geht ja. Das wäre ja kein Problem. Das können wir gleich gucken. So. Also die Tees, die bisher in meinem Adventskalender waren, die waren echt alle richtig, richtig geil, muss ich sagen. Der heute, der Wollt ist ihr noch mehr? Der ist das nicht ganz so... Obwohl ich Salbei eigentlich voll gerne mag, aber der ist irgendwie ein bisschen bitter. Weiß auch nicht. Ich würde mal den Totenkopf einsammeln. Ich denke immer, das ist so ein rundes Teil. Ich bin verwundet. Was habt ihr denn so in eurem Adventskalender? Ich habe noch einen von Ikea bekommen. Ich bin ja so, ich mag total gerne Adventskalender. Ich bin da irgendwie... Also so Weihnachtskram ist eh so meins. Und Adventskalender jeden Tag ein Türchen aufmachen, das gefällt mir total gut. Ich habe eben dann noch den mit Schokolade vom Ikea und... Ich war sogar schon im Ikea, hab mir was geholt, weil da sind so Geschenkkarten drin. Und, ja, ich habe mir noch eine Weihnachtskugel für den Baum geholt. Weil ich kaum noch welche hatte. Und meine Eltern haben mir einen mit so Kosmetik, so irgendwie so was Besseres gekauft. Das fand ich auch ganz cool. Sowas hatte ich noch nie. Rache ist süß. Aber das ist gut, weil sowas kaufe ich mir selber nämlich nie. Deswegen ist das ganz praktisch für mich. Ich kaufe mir immer nur Spiele irgendwie. Schlimm. Oh ja. Aber den Tee, das ist schon einer der Favoriten. Ganz klar. Ja, was habt ihr für Adventskalender? Habt ihr überhaupt welche? Oder mögt ihr das gar nicht so? Ist der Plötze schon weg? Das hat mich interessiert. Ob der Plötze ein Adventskalender? Ich bin verwundet! Noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Noch nicht bereit, sagt sie einfach. Und schmeißt die Oma aus dem Zug. Rache ist süß. Also jetzt müsste der Bot wieder gehen, gell? Wie befriedigend. Eiskalt gerade überfallen. Aber ich bin voll. Zeit. Das war nur ein Arschloch. Ich verliere. Es kommt davon. Ich habe die Tastatur schief und habe die ganze auf die falsche Taste gedrückt. Super, super unfähig irgendwie. Ja. Sagt einfach nicht nichts. Bereit. Sagt einfach nichts. Es ist okay. Ich weiß es. Zack. Ich muss zurückkehren. Mai. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Standard-Weihnachtskalender mit kleinen Schokostücken. Oh, so einen hatte ich schon lange nicht mehr. So einen ganz billigen halt einfach. Gell, hätte ich eigentlich Gut auch gern gekämpft. Mal wieder. Zum billiger. Also nicht falsch verstehen, ich mag diese Billigschokolade total gern. Die erinnert mich immer an meine Kindheit, da hatte ich die auch. Aber ich hatte schon ewig nicht mehr so einen. Wahrscheinlich gibt es die jetzt für 50 Cent oder so. Zum halben Preis.
So. Dann gucken wir mal, was da jetzt noch dabei war. Was Paulus Kyras, die brauche ich nicht, und Rechels Ring oder so ähnlich, okay. Also, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam, so, warte, was ich anlegen könnte. Da habe ich schon was. Okay, bei dem Ring bin ich mir nicht sicher. Müssen wir gleich gucken. Genau. Also, gesammelt habe ich das hier alles. Ich wäre jetzt sehr über eure Mithilfe dankbar. Ach so, du weißt gar nicht, ob das so ein billiger ist. Kann auch, also, weil du sagst Standardkalender. Ich dachte, du meinst halt wirklich so einen, wo einfach diese viereckigen kleinen Schokodinger drin. Ich finde die total geil. Ich habe den irgendwie schon lange nicht mehr gesehen, so einen. Wahrscheinlich, weil ich nie so danach gucke. Ah, du hast Schuhe für mich. Hm. Mach anstatt Woge wieder drauf. Okay. Also, statt Woge Vita. Ups. So. Anstatt Woge machen wir Vita. Perfekt, ich hab's schon. Gut, also diese Schuhe hier sind schon mal safe. Dann, welche Krone nehmen wir? Entweder die oder die. Widerstand gegen eine Schadensart erhöht den Schaden von Elementarpfeil, erhöht den Schaden von Chakram. Chakra. Danke, Aldebaran. Aber ich glaube, wir probieren es jetzt erstmal so und ansonsten komme ich nochmal auf dich zurück. Da müsstest du mir den Link irgendwie anders schicken. Mhm. Wenn ich richtig spiele. Das kommt ja auch noch dazu. Also. Schauen wir nochmal die. Rache immer an und Distanz. Okay. Also, ich habe ja das Kakram. Oh, Chakram. Nicht, so sage ich die ganze Kacka. Mann, Elementarpfeil, benutze ich das überhaupt? Ich glaube nicht. Wenn ich das richtig sehe, ist das kein Elementar. Das ist halt das, wenn man alles so vorgefertigt nimmt, gell? Ja, mir fehlen bestimmt ganz viele Items. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem, was ich habe. Ich tue da jetzt nicht rum. Widerstand gegen alle Schadensarten. Also ich tippe mal, dass die besser ist als die, aber das solltet ihr wahrscheinlich wieder besser wissen als ich. Legendäre Armschienen. Achso, da geht es nur darum, welche Wickel, aber ich glaube, die ich anhab, die passen schon. Dann nehme ich die Gladioren. Geschicklichkeit, Rüstung. Finde ich ganz gut. Ich wüsste gerade nicht mal, was ich da ändern soll. Geschicklichkeit ist gut, Rüstung ist doch auch gut, oder? Was gibt's denn da noch? Nimm die mit All Res und mach da anstatt Elementarpfeil. Ah, okay, warte, du sprichst ja noch davon, gell? Nimm die hier. Und mach da anstatt Elementarpfeil Crit Chance, heißt es wahrscheinlich, gell? Crit Chance drauf. Statt Elementarpfeil. Crit Chance, bitte hier jetzt ab. Wieso kommt da nichts?
sollte eigentlich kommen irgendwann. Kritschers, 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 Kritschers. Komm schon. Ich möchte hier nicht ewig warten. Ich bin schon alt. Ich bin schon alt genug für alle. Da ist es, danke. Ich muss einfach nur sagen, dass ich alt bin. Okay. Gut. Dann haben wir die Krone. So, die wird's nicht. Dann die Wickel der Kleid brauche ich nicht. Die Gladiatorenpanzerhandschuhe sind das nächste. Ich würde sagen, kritische Trefferschance, Leben pro Treffer, Giftwiderstand vielleicht. Kritischen Trefferschaden. Kommt schon wieder ewig nichts wahrscheinlich. Schauen wir mal. Kritischer Trefferschaden. Wird eine lustige Nummer. Ja, ich glaube auch. Aber ich will es jetzt einfach probieren. Das muss doch machbar sein. Ah! Ja, jetzt so. So. Ach, du hast sogar das Gleiche gesagt. Sehr gut, dann habe ich es ja richtig gemacht. Die Hexenhose. Geschicklichkeit, Vitalität. Oh Gott, da weiß ich es gar nicht. Erhöht den Ausweichschuss um irgendwas. Aber Ausweichschuss habe ich nicht. Tja, das ist jetzt die Frage. Was machen wir denn da? Was ist eure Empfehlung? Ach, du hast Rüstung geschrieben. Naja, aber da war es ja schon zu spät. Ausweichschuss weg für 2 Sockel. Okay, für 1 Sockel. Ach. Oh. Okay. Für 2 Sockel. Und was machen wir hier bei dem wunderschönen Aschemantel? Zwar auch... Ah, ne, die Ringe haben wir dann noch. Feuerfertigkeiten ist halt Blödsinn, weil ich habe... Ich habe ja Eis, ne? Da müsste ich eigentlich das ändern. Leben pro Sekunde weg für 3 Sockel. Okay. Ich hätte jetzt das weg und versucht, Eis zu bekommen. Okay, also es ist echt lustig, wie unterschiedlich das ist. Leben pro Sekunde weg für Sockel. Perfekt. Ist sogar schon da. Eine gelbe Hose habe ich halt jetzt leider nicht da, ne? Habt ihr eine Empfehlung, welchen Ring ich benutzen soll? Ich mache aber jetzt erstmal mit dem Medaillon weiter. Das wäre schon recht komisch, Aschemantel mit Eiskills. Stimmt. So habe ich das noch gar nicht gesehen. So habe ich das echt noch nicht gesehen. Benutz nicht Hexerhose, weil du nicht in Bewegung bist, während du Damage verursachst. Du bist besser dran, wenn du eine gelbe Hose oder gar keine Hose anziehst. Echt? Okay. Ja gut, vielleicht finde ich ja auch gleich noch eine gelbe Hose. Oder ich kann mir ja noch schnell eine machen. Das ist ja eigentlich...
Habe ich noch ein paar Blutpunkte? Ihr seht aus, als könntet ihr diesen... vergesst nicht, dass ich das... Das kann ich mir nicht leisten. So, ich könnte ja... eine von denen anziehen. Das war schon die hier, gell? Nee. Was wollte ich anziehen? Die hier wollte ich anziehen, genau. Und den Aschemantel wollte ich gerade machen. Das soll ich ja nicht tragen. Und die habe ich einfach nur an die falsche Stelle gerade gemacht, ich Esel. So. Nee, den habe ich schon, weil ich die Sockel gemacht habe, genau. Zeig mal die mit den beiden Sockeln. Da. Oh, ich habe so kalte Hände. Leute. Ganz, ganz kalte Hände. Ups. Tja. Die könnte gehen, oder? Nimm die und Granate weg für Geschick. Ah ja, schon. Granate weg für Geschick. Ich möchte ganz, ganz geschicklich sein. Ach, du meinst, ich soll nackig laufen? Okay, nee, das glaube ich, das schaffe ich nicht. War das Geschicklichkeit? Was hast du nochmal? Oh. Ja, für Geschick. Gut. Das war die hier. So, dann haben wir das hier. Ich hau mal kurz das Zeug hier raus, sonst bin ich total... Das behalte ich. So. Ja, bei den Ringen und bei dem Medaillon, was soll ich denn da machen? Geschickt ins Fettnäpfchen. Ja. Da ist meine Geschicklichkeit sehr hoch. Für in Fettnäpfchen treten. Das kann ich. Das kann ich echt. Also was würde ich jetzt hier machen? Ich würde wahrscheinlich den Flächenschaden wegmachen und dafür halt Crit Schaden machen. Hier, das da. Flächenschaden für Sockel. Ach so. Okay. Du gehst gerade sehr auf die Sockel. Ist auch interessant. Okay, und dann brauchen wir auch ein... Du kannst auch Kälte wegmachen, weil benutzt du eh nicht. Doch, ich benutze doch Kälte. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal wegen den Ringen. Zusammenkunft der Elemente. Kredes Flamme. Rechels Ring des Diebstahls oder Rogas riesiger Stein. Das ist jetzt die Frage. Sockel haben höchste Priorität beim Schmuck vor allem anderen. Ah, okay. Ja gut, das ist gut zu wissen. Elementarring. Das ist der hier. Zusammenkunft der Elemente wahrscheinlich, gell? Ich habe aber bisher immer Kälte benutzt. Oder habe ich das nicht mehr? Oh Gott. Ich hatte mal Kälte. Ich dachte, deswegen habe ich sie doch Eisschieber genannt.
Und Obsidian nehmen. Lass weg für CHD. Oder IAS? IAS weg für CHD? Was? LAS? Das hier vermutlich? Also wenn ich so durchgehe, dann denke ich mir, okay, entweder das hier oder das hier. Was von den beiden Sachen besser ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, eins davon, würdest du sagen, müsste weg. Ich bin halt immer noch kein Pro, gell? Für irgendwie 200 Stunden, aber kein... Aber Angriffsgeschwindigkeit, okay. Für CHD war Schaden, gell? Kritischer Treffer Schaden oder so ähnlich heißt es doch. Dein Multischuss spielst du mit Arsenal, also Feuer. Ach, oh, sowas. Hoppala, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber eigentlich nicht. Critical Hit Damage. Ja, kritischer Trefferschaden, habe ich doch gesagt. Achso, du wolltest mir nur, das mal ausschreiben, damit ich weiß, wie die Abkürzung ist. Nicht mich verbessern, dass ich das... Ach komm, jetzt ernsthaft. Ist das dein blöder... Wir können nichts mehr rollen. Ich probiere es jetzt so. Ich habe keine Lust mehr. Der Ring wird angezogen und Obsidian, hast du gesagt? Hier gibt es keinen Obsidian-Ring. Mir egal. Können wir gleich schauen. Mir egal. Ich will jetzt nicht mehr. Ich will das jetzt schaffen. So. So ein Scheiß. Echt? Wieso habe ich denn keine Steine mehr? Oh. Okay. Machen wir... ja doch, ich brauche nochmal die Kiste. Ich will den ganzen anderen Käse jetzt einfach wegtun. Ich behalte es und lege es da rein. Bei den Ringen. Also da könnt ihr mir ja gleich nochmal helfen. Und die grünen Sachen, die kommen jetzt alle hierhin von meinem jetzigen Bild. Das möchte ich nämlich auf jeden Fall beisammen haben. Auch wenn ich es im Schrank auch hängen habe, aber... Man weiß ja nie. So. Und so, wahrscheinlich bin ich jetzt sehr viel schwächer geworden. Du hast den Obsidian vergessen. Ja, hä? Wo ist denn der Obsidian? Hier ist doch keiner. Was möchte dieser Mensch von mir? Okay. Ich trage das jetzt einfach schon mal. Also ich lege es jetzt schon mal an. Ich bin ja jetzt echt gespannt. Ah, ich habe nichts an den Schultern. Ah, Kacke. Das sind Armschienen, das ist kein Schulterschutz. Ah, wie blöd. Muss dann los. Ich wünsche noch viel Spaß und Erfolg beim Schnetzeln und so. Ich will jetzt ein Schnitzel. Okay, Verbalus, ciao. Danke fürs Aufpassen wieder, gell? Der liebe Mod. Ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit von Obsidian redet. Das ist doch ein Edelstein. Ein Obsidian. Steht die ganze Zeit nur, du hast den Obsidian vergessen. Oder Obsidian. Obsidian! Ich sag, was? Obsidian? Welcher Obsidian? Was? Da lag was vor der Kiste, vielleicht ist es das.
Nee, das sind die blöden Schlammspritzer. Das Glück ist mit den Mutigen. Schulter, Schulter, Schulter. Das ist zu teuer. Oh, nein, ich dachte, das geht noch. Ha! Hier liegt auch nichts am Boden, das Obsidian heißt. Das ist ein Ring. Und wo habe ich den hin? Zeig mal bitte deine Höllenfeuer-Amulette. Okay. Hallo, Snoopy. Meine Höllenfeuer-Amulette. Wo habe ich die denn alle hin? Ich muss erstmal gucken. Ich habe hier gar keine Ordnung mehr. Ist das eins? Nee. Du hast den Obsidian-Ring des Tierkreises in der Kiste. Ah, okay. Da ist er. Bitteschön. Und ich habe den ja nicht vergessen. Ich wusste ja gar nicht, dass ich den tragen soll, Leute. Ihr seid witzig. So. Dann taugen die drei hier wohl nichts, oder wie? Ich hätte nämlich jetzt einen von den dreien angelegt. Okay. Die Höllenfeuer-Amulette sind hier. In Fächer Nummer 3, glaube ich, im unteren Drittel. Nein, im oberen. Ha, ha, du weißt gar nicht, wie so meine Kiste aussieht. Ah. Die anderen drei kann ich verschrotten. Okay, sie triggert uns. Ja, aber ich glaube, ich habe davon schon das Beste an. Ich müsste jetzt eigentlich eher mal gucken, ja, vielleicht kann ich mir einfach eins schnell schmieden lassen. Hier. Was ich auf die Schultern mache. Ach. Ich habe mich gerade gefragt, was denn da noch Goldenes ist. Ich habe das gerade völlig übersehen. Also, pass auf. Waffenschmieden. Nee. Rüstung. Schulterschutz. Ich könnte die Verderbnis oder die sieben Sünden herstellen. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Vitalität. Arkanwiderstand plus 4 zufällige magische Eigenschaften ist, glaube ich, besser. Machen wir mal. Das letzte Ammo anziehen sofort. Was? Okay. Warum? Das hier. Okay. Ich habe da sogar vergessen, einen Stein reinzumachen, gell? Sehe ich gerade. Hups. Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Identität, Arkanwiderstand. Ich probiere mal noch eins bei ihm. Das ist jetzt nicht so geil geworden. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir... Ach so, da kriegt man immer das Gleiche. Ja, das ist eine... Okay, ich schaue mir doch mal kurz die Verderbnis an. Oh, schön. Geschicklichkeit, Rüstung, Flächenschaden, Abklingzeit. Das waren Level 60er Schultern. Ah, stimmt. Das ist besser. Mach mal den anderen Schulterschutz Level 70. Rüstung weg für Vita. Welches ist jetzt der andere? Verderbnis oder sieben Sünden? Rüstung weg für Vita wäre ja dann eigentlich der hier. Nee, der hat auch Rüstung. So, und dann habe ich noch eine Chance heute, das auszuprobieren. Die 60er verschrotten, ja. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht. Ja. Leben oder Vitalität wirklich? Vitalität, ne? Ja.
Okay. Gut. Das sind die hier. Ha, Erfolg! Ich bin ganz verzaubert. Ich probier's jetzt. Es wäre halt echt perfekt, wenn es klappen würde, weil das ist halt genau... Ich habe jetzt halt genau noch einen Versuch und dann muss ich Feierabend machen und Essen kochen. Es wäre halt schon echt geil. Also, ein großes 45er, gell? Nicht, dass ich jetzt was falsch mache. 45 ist richtig, oder? Ich muss die Steine noch... Oh Gott. Steine. Steine, 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 Steine. Welche Steine mache ich denn da jetzt rein? Was hatte ich denn da vorher? Vergiss es. Nein, 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 das schaffe ich schon. Also pass auf. Grün, grün und blau im Kopf. Muss ich eigentlich die anderen rausmachen, gell? Ich habe das Geld, ja, was soll's. Also, dann mache ich hier eben mal die Steine raus. Ja, sogar den blauen aus dem Kopf muss ich kurz machen. Und aus den Ringen muss ich eigentlich auch die Steine rausmachen. Und aus dem Amulett muss ich auch den Stein rausmachen, sonst funktioniert es nicht. So, das hält mich jetzt nochmal ganz kurz auf. Ach, das kostet gar kein Gold mehr, die zu entfernen. Das war mal... Oh je. Okay. Ich habe irgendwie gedacht, das kostet immer noch was. Keine Ahnung. Da war ich jetzt ganz überzeugt davon, dass das noch was kostet. Okay. Gut, dann ist es ja umso besser. Dann kann ich das ja locker austauschen. Einmal so. Wo ist denn der Stein? Da. So und so. Okay. Also ich habe ja gesagt, heute letztes Mal und dann spielen wir mal wieder was anderes. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ich glaube, das würde mich zu sehr wurmen, dann denke ich, werde ich es morgen oder nächste Woche nochmal probieren. Wann fängt eigentlich die nächste Season an? Weiß das zufällig gerade jemand? Du hast durch den Obsidian genug CHDR, deswegen mehr Vita, Leben sinniger. Im Kopf bitte einen großen lilafarbenen. Ach so, okay. Reicht der? Müsste ich noch größer machen, gell? Okay, dann machen wir das doch so. Ah! Ach, das weiß noch gar niemand. Okay. Ja, dann. Dann habe ich nicht gefragt. So. Okay. Dann bin ich jetzt soweit, würde ich sagen. 45 ist richtig, gell? Nicht, dass ich jetzt hier was falsch mache. Das wäre so peinlich. Warte, den tue ich darüber. Dass das so zusammenbleiben kann. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. 45, gell? 45. Ich will hier nichts Falsches machen. Ach so, den Würfel willst du noch sehen. Mei, immer ist irgendwas. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Das hier ist mein Würfel. Zusammenkunft der Elemente, Gunnes Antlitz und Morgendämmerung.
So, du schaust dir das gerade an, dann nehme ich mir noch eben schnell einen Tee. Dun, 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 dun. Okay, passt. Sehr schön. 45er. Wir wagen es. Wenn es nicht klappt, dann... Habe ich eine Zeit irgendwie? Nee, ne? Ich muss es nur schaffen. Es wäre ein schöner Abschluss, wenn es aber nicht klappen würde jetzt, dann ist es halt ein Versuch und dann versuche ich es halt nochmal. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Ich bin verwundet. Wie war das? Wer hat gesagt, das laufe ich im Schlaf? Ah, oh, ich bin hier voll eingekesselt. Ah. Warte immer noch. Also im Schlaf laufe ich es nicht, aber es geht bis jetzt schon. Wenn es jetzt nicht schwieriger wird, könnte es schon funktionieren. Ich muss nur halt zeitlich gucken, dass das auch klappt, ne? Bleib auf Abstand, okay. Eure Furcht verrät euch. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wollt ihr noch mit mehr? Mit irgendwelchen Dingen, die ich gerade zusammengestückelt gefunden habe. Es wäre halt schön, das noch so abzuschließen jetzt. Bevor ich da jetzt noch irgendwie 20 Stunden Sachen suchen muss. Ich versuche auf Abstand zu bleiben, aber... Die laufen mir mal rein. Die sind schuld, nicht ich. Bereit. Nur, dass ihr es wisst. Ich hätte ja gar nicht den Platz gehabt, alle legendären Gegenstände zu verwahren, die ich habe. Meine zwei Kisten sind ja mit dem Grünzeug schon komplett voll. Ich kann ja nicht alles aufheben hier. Außerdem, ich wusste ja noch nicht, was es überhaupt für Aufgaben gibt in Seasons. Ja, das kommt nämlich noch dazu. Immer noch. Oh. Ups. Scheiße. Hoppala. Das ist ja auch nicht mein richtiges Bild. Das ist jetzt wirklich nur für diese eine Aufgabe schnell irgendwas angezogen. Ganz einfach. Nicht quatschen, du schaffst das. Ja, okay. Wäre schon cool, wenn das klappt. Das werdet ihr nicht überleben. Muss ich aber auch echt lieb Danke sagen. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Okay. Konzentrieren und so. Ja. Ja, ich
konzentrieren. Was ist das? Kann man das essen? Immer noch. Auf Abstand bleiben. Okay. Lieber Chat, ich bin kurz inaktiv. Ich sag gleich bestimmt ganz liebe, nette Sachen oder ganz böse Sachen, wenn ich es nicht schaffe. Ich brauche nur mal eben 5 Minuten. Ich warte immer noch. Also ich muss sagen, es klappt sogar echt ganz gut. Freut mich gerade. Aber ich will noch den Tag nicht vor dem Abend loben. Schauen wir mal. Heilt mich! Wollt ihr noch mehr? Ich brauche mehr Zeit. Oh, manche sind vielleicht hartnäckig, hey. Oh, ja, okay. Das war nur ein Vorgeschmack. Also von der Zeit geht's ja noch. Die ganzen Maden. Ich brauche mehr Zeit. Es gibt. Ach, shit. Okay, das ist aber nicht schlimm. Das kann jedem mal passieren. Ich warte immer noch. Wollt ihr noch mehr? Ich bin verwundet. Oh. Reinrollen wollte ich da gerade nicht. Ich wollte mich heilen. Ich muss noch ein wenig länger warten. Heilt mich. Okay. Geht. Vergeltung! Ich muss noch ein wenig länger warten. Scheiße. Das mit dem Rollen ist manchmal blöd, wenn man wegrollen will oder so zum Beispiel. Und dann genau reinrollt. Hallo! Nettes Spiel. Nett. Immer noch. Wow, sind das viele. Oh Gott. Schöne Wand. Ich bin verwundet. Okay. Also sehr gut hast du das umgerollt, muss ich jetzt mal eben ein Lob aussprechen. Ich hätte alles anders gemacht wahrscheinlich. Naja, das meiste. Und dann wahrscheinlich hier versagt. Noch nicht bereit. Ich muss mich erholen. Ich brauche Heilung. Rache ist süß. Ich warte immer noch.
Der Portalwächter ist hier. Okay. Heilt mich! Ich muss noch ein wenig länger warten. Komm schon. Es geht zu Ende. Also das ist jetzt schon so, Scheiße. Schaffe ich den jetzt überhaupt noch, ne? Aber ich habe ja jetzt keine Zeit mehr, oder? Doch, die Zeit geht weiter. Ich brauche mehr Zeit. So spannend! Ich warte immer noch. Also da hilft mir Salto gerade extrem. Ich habe die Zeit aus, okay. Blacky. Saugut. Saugut. Sonst wäre es ja zu einfach, ja. Oh, wie geil. Wie geil. Ich habe heute wirklich die Season 12 abgeschlossen von Diablo. Geil. Wir haben es geschafft. Mensch. Zum ersten Mal. Ich sag schon mal Glückwunsch zum Abschluss der Season-Reise. Ja, hast du wirklich richtig gut beraten, muss ich sagen. Richtig geil. Danke. Also das habe ich dir jetzt zu verdanken, dass ich das auch geschafft habe. Und die anderen Tipps von den anderen Leuten waren auch richtig, richtig gut. Aber du hast halt das Ausschlaggebende jetzt einfach gemacht mit dem Rumrollen und so. Also saugut. Ich freue mich total. So, ich gehe noch kurz zu Uschi. Achso, das war nur 1% oder was? Nee, egal. Oh, ich bin ganz neben der Spur. Ich freue mich gerade total. Geil! Geil! Ich kehre in die Stadt zurück. Oh, das ist eine perfekte letzte Diablo-Folge. Wirklich, es war alles dabei. Spiel, Spaß, Spannung. Stolz auf euch. Ein bisschen Brüste hatten wir vorhin. Also, diese Frau, die wir hier gerade spielen, natürlich. Gäh? Hier. Oh, Leute, guckt mal. Sie haben die gesamte Season-Reise abgeschlossen. Verpassen Sie nicht die nächste Season für weitere epische Herausforderungen und Belohnungen. Ich habe ganz kalte Hände. Folgendes wurde Ihrer Sammlung hinzugefügt. Porträtrahmen. Sehr geil. Sehr schön. Ein wunderschöner Abschluss. Prophet, danke. Für dein Haus. Und hi. Shiva ist gerade am Schwitzen. 45er Non-Set mit Random Gear. Ja, das war echt... Aber ich habe doch gesagt, das kriegen wir hin, habe ich gesagt. So, jetzt kam noch eine gute Frage, ob ich dann jetzt eigentlich mit D3 ganz aufhöre oder weitermache. Also jetzt mit der Season ist es für mich erstmal abgeschlossen. Ich habe jetzt echt richtig, richtig, richtig viel Zeit hier investiert. Und... ich werde sicher nochmal Diablo spielen. Das ist jetzt nicht vorbei. Sondern ich will jetzt erstmal wieder Witcher weiterspielen und halt mich auch ein bisschen wieder auf andere Spiele konzentrieren, die natürlich jetzt viel weniger im Fokus dadurch waren, dass wir jetzt eigentlich fast jeden Tag Diablo gespielt haben. Ich würde sagen, zur nächsten Season sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Wenn ich vorher schon Diablo-Sehnsüchte habe, dann werde ich sicher auch einfach zwischendrin mal Diablo spielen. Das ist ja kein Problem. Nur halt nicht mehr jeden Tag. Das ist eigentlich das Einzige. Jetzt wahrscheinlich erstmal Witcher jeden Tag. Und ja, jetzt werde ich mal den Rahmen ändern, wenn ich herausfinde, wie das geht.
Ich will ja auch immer noch das Bärchen hier bei den Haustieren haben. Das habe ich ja immer noch nicht. Das war der hier, oder? Kann das sein? War das der? Hä, da steht nicht, da steht nicht irgendwie Belohnungsrahmen oder so. Oder war das der? Oben links auf dein Icon. Ihr habt die Gefahren der Season gemeistert und das habt ihr dabei gefunden. Ja, das ist es. Oh, nicht ablegen, anlegen. Oder? Oder doch das? Vorletzte Zeile ganz... Ah! Sterben ist für euch ein Fremdwort. Stimmt, das sieht ja auch echt nochmal schicker. Ach, seht ihr? Das verändert sich. Da kommt jedes Mal wieder was dazu. Ah, okay. Daran erkennt jetzt jeder, dass ich das geschafft habe. Dass ich ganz toll bin. Und der Blackie auch. Und alle anderen auch, die mir so viel geholfen haben die ganze Zeit. Also echt danke. Muss doch zeigen, was du erreicht hast. Ja. Genau so. Schade. Ja, aber wir spielen ja andere schöne Spiele dafür. Und richtig, Shiva, das verändert sich. Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Auf so Kleinigkeiten, so Schmuckzeugs achte ich halt nicht. Du achtest da also drauf. Ja, aber Witcher und so ist doch auch schön. Mal was anderes. Und Diablo, also ich werde auch ab und zu mal, denke ich mal, einfach Non-Season ein bisschen reingucken. Das gebe ich ja dann auch bekannt. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Immer im Discord, immer auf Twitter und meistens auch auf Twitch unten unter dem Bild schreibe ich das eigentlich auch. Ja, aber damit, ich bin ein bisschen traurig jetzt. Ist Season 12 wirklich beendet? Mein Gott, wie das jetzt auch aussieht, lustig. Weil das jetzt so zusammengestückelt ist. Damit ist Season 12 beendet. Ja, wir sehen uns ab und zu mal zu noch mal einer Non-Season. Und ja, für Diablo sage ich auf jeden Fall jetzt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bin voll happy, wie gut das jetzt als Abschluss geklappt hat. Und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.